Grüß euch, Freunde, wie geht's euch? Euer Alperabi hier. Heute mal was ganz anderes. Heute werde ich zwei Autos vergleichen. Und zwar zum einen den AMG GT 63er S4-Türer. Yeah. Look, tell me what's the vibes, what's the mood? Yeah, I just hit a Mikey for the juice. Yeah, ain't no captain. Zu meiner linken Seite, beziehungsweise Parallelogramm. Parallel zu mir haben wir hier den S63 AMG. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see you jump. Get down in the car. Heute werden wir uns beide Autos vom Nahen anschauen. Das heißt, was ist gut an dem Wagen und was ist vielleicht nicht so gut. Obwohl mir das Herz bricht, wenn ich das sage. Eigentlich finde ich beide Autos sehr toll. Beide Autos haben was sehr Gutes an sich. Negative Sachen eher ist bei mir immer so. Aber wir fangen einfach mal bei einem an. Ich bin mir nur unklar, mit welchen. Was sagst du? Auf locker mit dem GT. Okay. Oder warte, ganz kurz. Wenn wir uns mal beide so von außen anschauen. Da fällt uns, beziehungsweise fällt mir nur eine Sache erstmal ein. Und zwar, schaue ich den GT an, sehe ich ein Auto, der durch Wände fährt, der einfach alles auseinander nimmt. Schaue ich die S-Klasse an, will ich eher so drinnen sitzen, Fenster runter, so long, das ist ja so eine Long Vision, so, das ist so, so Präsidentenstatus, so Fenster runter, oder Musik laut und gib ihm so, weißt du? Aber das ist jetzt nur so vom Optischen her. Okay, gehen wir einfach mal bei dem GT rein. Fangen wir einfach mal von innen an. So. ASMR. So. Ich bin ganz lockerflockig reingekommen. Das ist sehr wichtig für mich vor allem, dass ich sehr viel Platz in einem Auto habe. Wenn ich einsteige, sehr bequem einsteigen kann. Ich mach mal hier die Tür zu. So, und hier direkt an der Seite kannst du deinen Sitz umstellen, hoch, tief, nach hinten. Das finde ich zum Beispiel sehr geil, dass ich das direkt hier, ich muss mich nicht mal viel bewegen, ne? Ich kann direkt meine Hand ausstrecken und dann kann ich direkt meinen Sitz verstellen. Was man hier noch machen kann, ist das Lenkrad verstellen. Auf ganz, ganz Zücker, auf ganz, ganz süß, nach hinten, nach oben. Das finde ich sehr geil, das haben die sehr, sehr geil gemacht bei dem GT. So, jetzt wäre ich zum Beispiel startklar loszufahren. Die Mittelkonsole ist jetzt bei uns hier, das ist eigentlich Silber. Das wurde tatsächlich foliert im Ausland. Das ist jetzt komplett schwarz, deswegen sind ja auch ein paar Kratzer drauf und so, aber das ist auf der Folie drauf, das ist eigentlich nichts Schlimmes. Nur hier, wenn wir mal drüber schauen, auch ziemlich, also sieht sehr kompliziert aus, erinnert mich auch ganz, 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 ganz wenig. Ich weiß nicht warum, vielleicht stimmt ihr mir auch dagegen, aber das erinnert mich sehr stark an dem Lambo, so mit der Mittelkonsole. Bei dem Lambo geht das ein bisschen mehr in die Höhe, hier ist es so ein bisschen weiter tief, aber im Großen und Ganzen erinnert mich das schon ein bisschen an Lamborghini, muss ich sagen. Wir machen das Auto mal ganz kurz an. So, und dann haben wir hier auch einen besseren Überblick, aber das würde ich euch dann gleich alles zeigen, wenn wir gleich losfahren. Also so viel dazu erstmal. Dann steige ich aber einmal aus hier, ey. Meine Güte. Von innen auf jeden Fall eine 10 von 10, ohne reden. Von innen ist es auch ziemlich sportlich gehalten, finde ich. Das heißt, für mich ist, wenn ich an einen Sportwagen denke, dann denke ich zu 100% an sowas, weil das Auto einfach böse aussieht, auch mit der Designerfarbe, die der hat. Ist so ein Einzelstück für mich. Lass uns einmal gucken, wie es im Kofferraum aussieht. Wie viel Platz im Kofferraum eigentlich drin ist, das ist auch ziemlich wichtig, meiner Meinung nach. Warte mal ganz kurz, ich hoffe, das funktioniert. Warte, Bruder. Geht nicht, Bruder. Müssen wir so aufmachen. Das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, wo ich sage, Bruder, was ist das für ein Kofferraum? Das denkt man gar nicht. Das denkt man null. Zero. Schau dir das mal an, wie viel Platz du hier drin hast. Wie viel Platz hast du hier drin, Bruder? Das ist krass hier. Lass mal einmal kurz reinnutzen, Bruder. Warte kurz. Wie viel Platz hast du hier drinnen, Bruder? Schau dir das mal an, Bruder. So, Bruder. Ich kann ins Ausland fahren. Ich kann hier picknicken, Bruder. Ich kann hier Tee trinken auf entspannt. So, Kofferraum hoch. So, ein bisschen links, rechts gucken. Was ist das? Das ist brutal. Könnte man das hier noch abmachen, könnte sich sogar noch ein Kollege hier hinsetzen. Und wir könnten hier Shisha rauchen, Bruder.
So viel zum Kofferraum. Kofferraum ist auf jeden Fall Chokgesell. Wir können uns das Auto auch mal von hinten anschauen. Auch von hinten muss ich sagen, diese Form, diese Einzelheiten, dieses hier, diese Form, die hier, ne, auch hier hinten, dieser Grill, von an den Seiten meine ich, der Grill, das ist einfach, das ist eine Perfektion, meiner Meinung nach. Wir können uns auch mal, falls ihr euch denkt, wie es ist, auch mal hinten zu sitzen. Setzen wir uns mal einfach mal hinten rein. Wie viel Platz hast du hier hinten? So, ich bin wieder locker flockig reingekommen. Platz hast du auch, finde ich, genug. Der Sitz ist jetzt zu weit hinten. Wenn du den Stückchen weit nach vorne hin schieben, also beziehungsweise nach vorne bringen würdest, weißt du, dann hast du hier mehr Platz drin. Aber im Großen und Ganzen, ich sag dir ehrlich, hast du genug Platz. So, was ich nicht so prickelnd finde, sage ich mal, wie gesagt, beide Autos ist auf deren Art und Weise eine Perfektion. Aber wie gesagt, da gibt es auch manchmal Sachen, wo man sagen kann, okay, so hätte man vielleicht anders machen können. Und zwar der Panoramadach. Der geht nämlich nicht auf. Der geht nicht auf. Ich zeig's euch. Der geht nicht auf. Schauen wir jetzt. Ich kann's zumachen. Es geht hinten, sowohl hinten als auch vorne zu. Jetzt mache ich's auf. Und ich drücke nochmal und es geht nicht auf. Das war's. Das war's. Sehr schwach, Bruder. Aber was ich auch nicht so gut finde, kann ich euch auch gleich zeigen, weil wir werden auch eine Runde mit dem Wagen fahren, fürs Gefühl. Da gibt es auch eine Sache, die mich ziemlich, aber auch nicht nur mich, sondern auch die Kunden teilweise stört. Aber das würde ich euch dann gleich zeigen. Und jetzt fahren wir los. Ihr merkt schon, von der Lautstärke her so, es ist noch so, Moment. Es ist okay. Es fehlt leider. Es fehlt. Es fehlt. Auch hier beim Losfahren, Sitzgefühl, sage ich mal. Fühlt sich sicher, hast ein sicheres Fahrgefühl, so egal was ist, egal wie du lenkst, das Auto nimmt dich komplett mit. So. Auch wenn irgendetwas passiert oder so oder passieren sollte, du weißt ganz genau, du sitzt in deinem Panzer drin auf Sport Plus. So. Jetzt hört man auch schon den Sound ein bisschen mehr, aber wie gesagt, also das Auto hat OPF, das heißt, das Auto kann leider nicht den maximalen Sound rausholen, da es abgeriegelt ist. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo sich auch viele Kunden von mir aufregen, wo die sagen, guck mal, das ist ein Monsterwagen, PS-technisch, optisch, egal in welcher Hinsicht, das Auto ist ein Monster, aber das Auto hat OPF, das ist das Problem leider. Wir werden jetzt auch ein Stückchen beschleunigen, nur um zu hören, wie sieht es hier soundtechnisch aus. So, Achtung. Das ist das Ding. Das ist gar nicht mein... Das passt zu dem Wagen einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht oder ob ihr mich verstehen könnt, wenn ihr das Auto selber mal mietet oder selber mal fährt oder wenn ihr das Auto selber habt. Ich bin leider nicht zufrieden mit dem Sound. Gar nicht. Ich sagte so, wie es ist, auch auf der Autobahn. Den einen oder anderen habe ich natürlich auch mit dem kalt stehen lassen. Da haben die nur noch die Rücklichter gesehen. Aber, wie gesagt, nur an der unbegrenzten Zone. Niemals auf Landstraße, niemals irgendwo, wo du nicht schnell fahren solltest oder darfst. Das Wichtigste ist eigentlich für mich so, oh, Fahrersitz, Massage, Hot Relaxing Rücken. Hot Relaxing Rücken. Heute relaxen wir den Rücken, Bruder. Du hast ja noch andere natürlich hier wie Hot Relaxing Schulter. Was hast du hier noch? Activating Classic. Keine Ahnung, was diese ganzen Sachen sind, aber Massage hast du hier drin. Für längere Fahrten auf jeden Fall ein Pluspunkt. Man kann sich hier komplett austoben. Man kann hier alles einstellen. Was für einen Verbrauch hast du eigentlich? Schau mal hier. Oh, shit. Ja. Mhm. Ja. Ist halt ein AMG, Bro. Ist ein AMG. Wir schauen uns jetzt auch mal die S-Klasse an. Bei dem sieht es soundtechnisch anders aus. Das zeige ich euch aber jetzt auch.
So Leute, das war der GT, jetzt zu der S-Klasse. Das ist der S63, 2019 Baujahr, hat, auch wenn man es nicht erwartet, 612 PS. Das Ding ist, mit dem macht das Fahren so Spaß. Also wenn du so locker und gelassen fahren möchtest, beziehungsweise wenn du so gechillt fahren möchtest irgendwo hin oder so Weltreisen machen möchtest, Bruder, dann ist es das perfekte Auto dafür. Zu 100%, Bro. You know what I'm saying? Das ist es, Bruder. Schauen wir uns mal den Grill hier vorne an. Ich finde, das ist irgendwo eine Geschmackssache mit dem Grill. Das hätte man auch komplett schwarz machen können. Aber ich finde, das Silberne sollte Silber bleiben, weil ich finde, genau das gibt dem Wagen so einen Touch. So, es sieht einfach brutaler aus. Was richtig drip ist, ist das hier, Bruder. Der Stern. Der Stern, der noch auf der Haube ist. Lauras Stern ist wunderbar. Lauras Stern, Bruder. Das ist Lauras Stern. Gehen wir zum Kofferraum. Checken mal den Kofferraum hier ab. Ja, Bruder. Also hier sieht es ein bisschen anders aus. Also hier kannst du leider kein Picknick machen. Lass uns einfach mal kurz den Test machen. Wenn wir in einer längeren Fahrt sind, beziehungsweise ins Ausland fahren und einen kurzen Zwischenstopp machen möchten für Tee trinken. Was man ja eigentlich kennt, wenn man unterwegs ist. Aber... schau mal, du sitzt hier leider nicht so bequem. Das heißt, Mission fail, Bruder. Der Kofferraum ist leider nicht so groß wie bei dem GT AMG. Aber, warte. Keine Ausdauer. Dafür setze ich mich jetzt nur erstmal hinten rein. Boah, Bruder, ich sag dir ehrlich, schau mal. Bro, ich liege hier halb, also ich kann mich ganz normal hinsetzen. Es ist bequem. Ich kann auch ein bisschen weiter nach unten rutschen. Und es ist perfekt für der Wohnzimmerdrip. Du sagst es, Bruder. Hier so noch ein bisschen Tür auflassen, hier so Chai und so, Bruder. Auf den, Bruder. Hier hast du im Kofferraum zwar nicht so viel Platz, aber dafür sitzt du hinten wie ein Präsident. Wie der Wagen für sich spricht. Präsident. El Presidente de Colombia, der... Du weißt schon, was ich meine, Bruder. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil, und zwar der Einstieg vorne. Ich setze mich jetzt rein und... boah, warte, Bruder, das muss ich nochmal machen. Kannst sogar hier reinfliegen, Bruder. Auch hier an der Seite vom Lenkrad kannst du dein Lenkrad verstellen. Auch hier kannst du deinen Sitz verstellen, ganz bequem. Bin damit schon mal ins Ausland gefahren. Und ich muss sagen, mit dem Wagen würde ich sogar eine Weltreise machen. Wenn wir hier die Mittelkonsole anschauen, hier wurde es sehr einfach gehalten. Das heißt, hier ist nicht zu viel Schnickschnack. Das finde ich sehr gut gemacht hier. Genau, ich würde mal sagen, lass uns eine Runde mit der S-Klasse cruisen. Steig ein! S63, einer meiner Lieblinge, einer meiner besten, einer meiner Lieblinge, wo ich wirklich sagen würde, mit denen, Bro, wenn du willst, wir können nach Mongolei oder so. Der ist auf jeden Fall lauter als der GT. Das Auto hat richtig Power. Also wirklich, also da würden Leute Auge machen, weil die das einfach nicht erwarten von dem Wagen. Weil wir reden immer noch von einer S-Klasse und S-Klasse steht halt nicht dafür brutal und der geht voll ab und so, dies, das. Aber S63, wir gehen dann jetzt auch einmal auf Sport Plus. Dann hören wir uns mal ganz kurz den... Achtung. Das ist ein Sound, womit ich mich jetzt gerade zufriedenstellen würde. Krank, das Auto ist einfach krank. Dieses Komfortable hier im Auto, ne? Diese Platzmöglichkeit, die ich hier drin habe, dieses... Bro, ich sag dir ehrlich, ich hab fast die Felge mitgenommen. Also ich sag euch ehrlich, auch eine 10 von 10 auf jeden Fall. Für mich ist das so ein Gesamtpaket. Was vielleicht stören würde für mich, also das sind so einer der drei Dinge, die ich auch wirklich auch allgemein hasse. Und zwar parken. Das Auto ist eine Langversion. Das heißt, erstmal musst du eine Parklücke finden, wo das Auto überhaupt reinpasst. Wo du das Schiff hier reinkapern oder wie nennt man sowas? Reinkentern oder so. Ihr wisst, was ich meine. Ansonsten habe ich zu diesem Wagen nichts mehr zu sagen. Und deswegen an dieser Stelle wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir sagen würdet, welche Autos ich euch noch zeigen kann, vergleichen kann. Macht euch gerne bemerkbar in den Kommentaren. Schreibt mir eure Wünsche. Einen Daumen hoch. Ein Abo, da würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute.